drin sein und die Lenkung ist halt ein bisschen Arbeit, aus dem hin. Alles klar, danke Klaus Ludwig und zurück zum Renngeschehen. Ja, das ist halt so, weil das in der ITC alles so dicht beieinander liegt. Der Klaus Ludwig hat das schon sehr treffend charakterisiert. Einmal hopp und beim anderen Mal eben top. Top war es auf dem Norrisring und hier funktioniert das nicht. Das sind Kleinigkeiten. Das sind Hundertstel oder mal Zehntel Sekunden. Hans-Joachim Stuck, er krallt sich hier Gabriele Tarquini. Wir reden über die Plätze 5 und 6. Tarquini scheint mir auch ein Problem zu haben. Und segelt in der Schikane geradeaus. Und jetzt geht's ab in die Leitplanken. Um Gottes Willen. Aber der Gabriele Tarquini scheint mir wohl auf zu sein. Jawohl, nimmt's Lenkrad ab. Das war ein Horrorcrash. Das war ein Horrorcrash. Und ausgelöst durch das Aufsteigen auf diesen Schikanen. Na, herzlichen Glückwunsch, Gabriele Tarquini und alle anderen, die dahinter standen, die Fotografen an dieser Stelle. Und Glückwunsch auch der Mannschaft, die die Leitplanken gebaut hat, weil die haben gehalten. Ausgelöst durch eine absolute Winzigkeit. Eine Winzigkeit. Er kam auf die Curbs, er versuchte noch einzulenken, wollte nicht geradeaus fahren. Wir sehen das jetzt hier noch einmal. Er ist dicht hinter Hans-Joachim Stuck, rutscht da schon ein bisschen. Und dann versucht er noch, das Beste draus zu machen, steigt hoch auf und hier ist alles gelaufen, keine Chance mehr. Und die Fotografen hätten auch nicht den Hauch einer Chance gehabt, weil da reagiert kein Mensch mehr. Das Auto stand ganz kurz im vorderen Bereich in Flammen. Offensichtlich hat er aber dann selbst noch die Wagenheberanlage ausgelöst. Sicherheitsvorkehrungen haben funktioniert in allen Bereichen. Dreifach Leitplanke hat gehalten, ist nämlich gar nicht so einfach. Auf einem solchen Airfield müssen die Leitplanken ja immer extra installiert werden. Und das Auto hat auch gehalten. Gabriele Tarquini scheint offensichtlich zum Glück nichts, aber auch gar nichts passiert zu sein. Das Auto kann allerdings abgeschrieben werden. Rote Flagge ist draußen, Rennabbruch damit nach der 29. Runde von insgesamt 37, die gefahren werden müssen. Das heißt, es gilt jetzt gleich schnell nachzurechnen, liegen wir über 75%, über drei Viertel der Renndistanz, weil das würde heißen, dass dieses Rennen dann nicht mehr neu gestartet werden müsste. Werden wir aber gleich alles von der Rennleitung bekommen. Da jetzt eigenes Papier und Bleistift zu bemühen, lohnt sich im Augenblick noch nicht. Ein Schrecken, ein gewaltiger Schrecken. Zum Glück ist das alles noch mal halbwegs harmlos ausgegangen. Halbwegs zumindest, die Streckensicherungsstaffel ist dabei. Und bei Mercedes gibt es Freude. Freude allerdings über den Sieg des Bernd Schneider. Und damit scheint wohl offensichtlich auch klar zu sein, dass dieses Rennen nach der 29-Runden-Distanz dann abgebrochen wird. Und mit dem Doppelsieg von Bernd Schneider und Dario Franchitti zu Ende geht Meisterschaftslauf Nummer 11 hier beim Flugplatzrennen in Diepholz. Das ist sicherlich aus der Sicht der Mercedes-Verantwortlichen eine gute Nachricht, überhaupt keine Frage. Aber die richtig gute Nachricht ist, dass Gabriele Tarquini sich bei diesem Unfall keinen Schaden zugezogen hat. Und Sie sehen hier die Teile, diverse Teile vom Unterboden, die dort rechts liegen, diese große Platte. Das ist aus dem vorderen Bereich, da sieht man noch diese Metallbeplankung. Dieses Teil sitzt unter dem Motor drunter. Viel Trümmer also jetzt auf der Rennstrecke. Leitplanke hat zum Glück gehalten und er ist nicht der Nutznießer der Situation, Bernd Schneider. Das wäre völlig falsch dargestellt, sondern er hat das Rennen von Anfang an im Griff gehabt. Genau wie die Mercedes-Mannschaft dieses Diepholz-Wochenende von Anfang an im Griff gehabt hat. Egal welches Training man fuhr, ob es ein freies Training war, ob es ein Top-Qualifying war, in der Gruppe A oder in der Gruppe B oder heute Morgen auch das Aufwärmtraining mit vollen Tanz. Die Truppe hatte alles im Griff. Schneider und Franchitti auf den Plätzen 1 und 2. Giancarlo Fisichella ist der beste Alfa Romeo-Fahrer auf Platz 3 vor Modena und Stuck, die auf den ersten 5 Positionen. Also Stuck damit wie auch im Top-Qualifying in der Rolle des besten Opel-Fahrers.